Wenn ich überlegen müsste, welche Frage ich am meisten gestellt bekomme, dann ist es sicher die Frage, Felix, ich habe Probleme mit meiner Positionierung. Ich weiß nicht, wie ich mich positionieren soll. Ich weiß nicht, ich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was Positionierung ist. Machen wir das doch mal per simplem Handzeichen. Also, wenn ihr mal per Handzeichen zeigt, wer von euch könnte ganz klar definieren, was eine Positionierung ist? Wer könnte wirklich klar definieren, was eine Positionierung ist? So, wenn ich mich jetzt so ein bisschen umgucke, sehe ich, das können nicht so viele. Und genau das ist auch ein entscheidender Punkt beim Thema Positionierung. Wenn du mit 10 Leuten redest, mit 10 Markenexperten, mit 10 Marketing-Experten, werden dir 10 Leute eine unterschiedliche Definition geben, was eine Positionierung ist. Das ist aber deswegen wichtig zu wissen, weil für viele von euch ist das Thema Positionierung so ein, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mich positionieren soll, bin ich zu spitz, bin ich hier, bin ich da, bin ich Y, keine Ahnung was. Und das ist unter anderem geschuldet, weil das Thema nicht so ganz eindeutig definiert ist, wie mach das so, mach das so. Also wie du ein Thema Rechtsform zum Beispiel hast als Unternehmer, die du wählen musst, die klar definiert ist, ist es beim Thema Positionierung, ist Positionierung das gleiche wie der Markenkern? Ist Positionierung dasselbe wie der USP? Was hat Positionierung mit dem Nutzenversprechen zu tun? Was hat Positionierung mit der Marke zu tun? Ist das das Gleiche? Ist das nicht das Gleiche? Und dann fangen die Fragen schon an und dann steht man davor und weiß eigentlich gar nicht, was man machen soll. So, dementsprechend, ich werde euch heute erklären, A, was Positionierung ist, B, welche Bestandteile dazu gehören, C, ein paar Beispiele, D, Tipps. Und vielleicht hier wird auch noch eine E und eine F, wenn wir so weit in einem Alphabet kommen. Aber wir fangen an und deswegen wichtig, auch sich wirklich ein paar Sachen aufzuschreiben. Wir fangen wirklich vom Basic und gehen dann in die Profistufe. Also, als allererstes ist es wichtig zu verstehen, dass eine Positionierung eben genau das ist, was das Wort sagt. Es bedeutet, eine Position einzunehmen. Ich habe eine Position. Ich bin kein Fähnchen im Wind. Ich bin nicht, und das passiert bei ganz vielen, die anfangen mit ihrer Selbstständigkeit, die machen nämlich Folgendes, die gehen hin und sagen, jetzt habe ich den Kunden, bei dem bin ich so positioniert, jetzt habe ich den Kunden, bei dem bin ich so positioniert und jetzt habe ich den Kunden und bei dem bin ich so positioniert. Die sind bei jedem Kunden anders positioniert oder anders, die haben überhaupt gar keine Positionierung. Deswegen ganz wichtig, eine Positionierung ist ein Merkmal, eine Darstellung. Was genau für eine, komme ich später zu, aber eine, die erstmal im grundsätzlichen Verständnis unveränderbar ist, aber die sich mit dem Laufe der Zeit in zukünftiger Betrachtung aufgrund von diversen Marktentwicklungen anpassen, adaptieren, ändern kann. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass es eine Position ist. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, eine Sache, die wichtig ist. Wenn du dir das einfach also mal so vorstellst, simpel. Du hast also deinen gesamten Markt und in deinem gesamten Markt bist du jetzt hier oben rechts oder oben links. Und das ist also deine Marktposition. Das wirklich so wahrnehmen als, ich habe mich dazu entschieden, diese Position einzunehmen. Ich mache das immer mit meinen Mentees ganz häufig so, dass ich erkläre oder sage, stell dir einen Kinosaal vor und in dem Kinosaal gibt es verschiedene Sessel. Alle sind in diesem Kinofilm und du entscheidest dich für einen bestimmten Sessel, den du quasi einnimmst, also deine Marktpositionierung. Es gibt von Ogilvy, David Ogilvy, einer der größten Werber, den es gibt, gibt es eine schöne Definition, eine einfache Definition zum Thema Positionierung. Positionierung ist das, was das Produkt leistet und für wen. Und hier spielt ein Wort eine ganz große Rolle beim Thema Positionierung. Das Wort leistet, was das Produkt leistet. Und hier nächster großer Fehler, den viele machen, nicht was das Produkt ist, sondern was das Produkt leistet. Also was dein Produkt, komme ich nachher zu, für eine bestimmte Zielgruppe leistet. Und das herausragend dargestellt, einzigartig kommuniziert, das wäre eine idealtypische Positionierung. Also, ganz wichtig. Es geht also massiv darum, die eigenen Stärken herauszustellen. Also nehmen wir wieder dieses Beispiel eines Marktes. Du bist oben rechts im Markt und wenn du anfängst zu glänzen, dann fällst du auf.
Ne? Wenn du anfängst. Jemand öffnet das Dach vom Kino, sieht alle Kinosessel, sieht alle, die dort sitzen. Und einer ist am Glänzen, weil er seine Stärken herausgestellt hat. Dann fällt derjenige auf, ist potenziell interessant, ist potenzieller Geschäftspartner, was auch immer. Und hier kommt der nächste Punkt, das nächste große Problem. Vielen sind ihre eigenen Stärken eigentlich nicht wirklich bewusst. Also die wissen eigentlich gar nicht, was ist überhaupt meine Stärke, beziehungsweise was ist überhaupt eine Stärke und warum sollte ich die überhaupt finden? Kommen wir nachher zu. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, wenn man jetzt also weiß, gut, ich habe jetzt irgendeine Position eingenommen, super Felix, danke für das Erklären, das wusste ich auch schon vorher, aber jetzt wofür muss ich das überhaupt machen? Also warum sollte ich mich mit dem Thema Positionierung auseinandersetzen? Hier ganz simples Beispiel. Die Menschen werden immer mehr, die Selbstständigen werden immer mehr, die Coaches werden immer mehr, was auch immer. Das heißt, wenn es von einer Sache, in einem Markt immer mehr gibt, ist es ja immer wichtiger aufzufallen. Also Beispiel, ich mache ja immer relativ simple Beispiele. Du kommst jetzt in eine Party, auf eine Party, die Lara macht eine Party. Auf der Party ist Angelina und ich. Angelina steht in einer Ecke, ich stehe in der anderen Ecke. Da braucht keiner von uns besonders aufzufallen, dass jeder weiß, da ist der Angelina auf der Party und da ist der Felix auf der Party. Da fallen wir schon auf aufgrund der geringen Anzahl an Marktteilnehmern, ganz wichtig. Je höher die Anzahl an Marktteilnehmern ist, desto wichtiger ist es, in diesem Markt eben spezifisch auch aufzufallen. Ist ja, ne, logisch. Und jetzt geht's weiter. Jetzt könnte man ja im ersten Schritt sagen, okay, auf der Party ist die Angelina, auf der Party ist der Felix. Was wäre das potenziell größte Unterscheidungsmerkmal? Das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Wäre also relativ simpel. Da ist eine Party, gibt einen Mann und gibt eine Frau. Entscheiden Sie sich, zu wem wollen Sie gehen, zu der Frau oder zu dem Mann. Das heißt, hier ist aufgrund von ganz nackten, einfachen Fakten, ja gut, nackt jetzt ist ein blödes Beispiel, nackt passt jetzt nicht so super. Wir sind natürlich noch angezogen, ne? Je nachdem, welche Party die Lara da veranstaltet, aber generell sind wir jetzt erstmal angezogen. So, gibt es quasi ein einfaches Kriterium, nach dem eine Unterscheidung erfolgen kann. Also, ein wichtiger Punkt beim Thema Positionierung ist, herauszufinden, welche Unterscheidungsmerkmale machen überhaupt Sinn, beziehungsweise welche Unterscheidungsmerkmale zieht ein Kunde heran. Ich bin jetzt Business Mentor. Jetzt gibt es noch den Business Mentor, was weiß ich, Bodo Schäfer, Dirk Kräuter und noch irgendwelche anderen. Welche Kriterien, ganz wichtige Frage, ziehen die Kunden, also potenziell ihr, heran, um auszuwählen, ob sie jetzt beim Felix Tönnissen in ein Live-Coaching gehen, beim Dirk Kräuter in ein Live-Coaching gehen oder beim Bodo Schäfer. Vielleicht sagt auch der eine oder andere, ich nehme alle, alles in Ordnung, aber welche Kriterien würdest du potenziell heranziehen? Und das adaptierst du jetzt mal auf dein eigenes Business. Also, welche Kriterien würde deine potenzielle Zielgruppe auswählen, um zu bewerten, zu wem man geht? Qualität, Erfahrung, Alter, was auch immer. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gehen wir weiter. Wenn ich also, wir sind bei dem zweiten Punkt, warum brauche ich eine Positionierung? Wenn ich also eine Positionierung brauche oder eine auswähle, dann hat das vor allem den Grund, dass ich mich gegenüber der Konkurrenz differenzieren will. Weil, wenn ich eine Position habe, nehme ich eine Position ein und solange mir die Konkurrenz jetzt nicht hier auf dem Schoß sitzt, habe ich ja diese eine Position eingenommen. Nächste Problematik, die daraus entsteht, ist, ja, die eine Position. Wie finde ich denn diese eine Position, wo keiner sitzt, wo keiner steht, wo sich nicht schon jemand hingedreckt hat? Das ist ja genauso wie im Bus. Du kommst in den Bus, früher Schulbus, da haben wir da alle gestanden. Die Hälfte hat einen Sitzplatz gekriegt, die andere Hälfte musste stehen, hatte halt keinen Platz. Die hatten keine eindeutige Position mehr. Die anderen, warum hatten die die? Weil sie die entweder frühzeitig eingenommen haben oder weil sie hingegangen sind und irgendwelche Stärken rausgestellt haben und dicke Muckis gezeigt haben und jemand anders gesagt haben, steh mal auf. Also, ich versuche das jetzt am Anfang erstmal so zu erklären, dass das alles so relativ einfach ist, weil für viele eben dieses Thema Positionierung so ein Riesending ist. Bei dem Thema Positionierung ist es halt ganz wichtig, dass man sich die Marktentwicklung anschaut. Also, Marktentwicklung bedeutet, vor ein paar Jahren, nehmen wir mal den Coaching-Markt, gab es Coaches. Also eigentlich gab es nie Coaches, es gab immer Berater.
Ich bin gestartet, da hieß das Ding Berater, Unternehmensberater. Ich habe als Unternehmensberater angefangen. Irgendwann haben viele gesagt, ah, Berater, davon gibt es jetzt so viele. Wir ändern mal einfach nur das Wording und wir nennen das Ding mal Coach. Dann gab es auf einmal Coaches. Keine Ahnung, vor 10 Jahren. Dann vor 6, 7, 8 Jahren ging es los, vielleicht auch früher, dass manche gesagt haben, ich bin nicht nur Coach, sondern ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Da hatten das ganz viele überall auf der Website stehen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du heute zu jemandem gehen würdest und würdest sagen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, würde dir doch jeder sagen, du bist nicht klar genug positioniert. Warum? Weil der Markt größer geworden ist, weil es noch mehr in dem Markt gibt. Also ist es wichtig, die Positionierung noch schärfer, noch spitzer, welches Wort auch immer ihr verwendet, zu nutzen, um hinzugehen und zu sagen, ich positioniere mich spitzer. Ich bin nicht nur Coach für Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich bin zum Beispiel Coach oder Experte für Mut, mutiger werden. Wenn du das vor 15 Jahren gemacht hättest, hätte jeder zu dir gesagt, bist du bescheuert? Wie spitz ist das denn? Braucht doch kein Mensch. Aber warum das so sinnvoll ist, da kommen wir gleich zu. Also Positionierung, Wahrnehmung, nur dann wirst du wahrgenommen. Nur dann können Kunden deine Produkte erwerben, weil sie eben verstehen, wofür du stehst. Nur dann hast du eine potenzielle Abgrenzung zum Wettbewerb. Auch hier, ich werde euch ganz viele Fragen geben. 2, 3 wichtige Fragen. Erste wichtige Frage ist, welche Positionierung hast du jetzt? Also was ist deine Ist-Positionierung? Und jetzt wird es lustig, weil die meisten von euch werden ihre Ist-Positionierung gar nicht kennen. Wir machen nämlich immer einen Fehler. Wir schreiben irgendwas in unsere Instagram-Bio und dann denken wir, wir sind fertig mit der Positionierung, weil das steht ja jetzt bei Instagram. Und wenn das im Internet steht, dann ist das die Wahrheit. Und was die Wahrheit ist, das darf man ja nicht mehr in Frage stellen. Aber machen wir doch mal ein anderes Beispiel. Wenn mein Kameramann mir nochmal den Chat aufschmeißt. Wenn ihr ein Wort, bitte nur nettes schreiben, ein Wort für Felix, für mich verwenden würdet, mit dem ihr mich beschreibt, beruflich, also humorvoll, attraktiv, nett, das denken wir uns jetzt alle, aber wenn ihr ein Wort schreiben müsstet, welches Wort wäre das, was ihr als Beschreibung für das, was ich tue, benutzen würdet?